herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine lieben Löwen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für all die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sophia und ich möchte jetzt gerne mit euch in den nächsten Monat gucken. Das ist der März 2024 und einmal fragen, welche Energien, welche Impulse hier am wichtigsten und beitragendsten für euch sind. Ja, alles Wichtige zu den Kollektivlegungen etc. findet ihr in der Videobeschreibung. So, ich hätte gerne einmal für meine lieben Löwen die Hauptenergie für den März. Was ist hier am wichtigsten und beitragendsten im März zu übermitteln für alle meine Löwen? So, da haben wir den Narr, meine Lieben. Der Narr ist immer so ein bisschen offen, neugierig, so eine neue Lebensphase beginnt. Der guckt hier wirklich in die Ferne. Ist so ein bisschen so eine unbekümmerte Energie. Ja, neugierig der Welt und den neuen Gegebenheiten, den neuen Prozessen gegenüber. Ja, das ist eigentlich eher so eine ausprobierende, offene Energie. Ja, spricht auch immer so ein bisschen, was mir hier rüberkommt, so für Lebendigkeit. Ja, und wirklich sehr positiv neuen Dingen entgegengehen. Wir schauen mal, meine Lieben. Wir gucken mal mit den Lenormand-Karten und dem Siemerweg, was ist hier für meine lieben Löwen im Kollektiv für den März besonders wichtig und beitragen. Was darf ich hier übermitteln? Da kam das Stopp. So, und hier geht es auch um neue Anfänge, um irgendetwas, was neu kommt. Ich kriege hier eine sehr schöne Harmonie rein. Wir schauen mal. Ich hätte gerne noch eine Tarotkarte. Was ist hier noch wichtig und beitragend für meine lieben Löwen im März? Da kann das stoppen. Wow, der Magier. Da geht es wirklich darum, entscheidend seinen Weg zu gehen, ja? Seine Fähigkeiten, seine Talente zu nutzen, Pläne jetzt endlich umzusetzen in Richtung Erfolg. Das heißt, so ein bisschen eine neue Phase beginnt. Ja, es geht auch so ein bisschen um Verzauberung bei vielen. Und ich kriege wirklich so einen Tatendrang, so eine Entschlossenheit bei euch rüber. Ja, wirklich, es ist Zeit, jetzt zu handeln, jetzt aufzubrechen zu neuen Ufern, zu neuen Projekten. Ich sehe, ihr geht hier wirklich los, ihr möchtet hier etwas Neues erschaffen, in Harmonie, in Einklang, hier auf dem Weg eurer Seele zu gehen, raus aus einer Isolation, eine andere Ebene einzunehmen. Ihr werdet dazu auch einige Informationen, ja, beziehungsweise Menschen im Außen kennenlernen oder die auf euch zukommen, die ihr schon kennt, die euch auch auf diesem Prozess begleiten, hier weiterzukommen. Das ist für jeden im Kollektiv eine ganz andere Situation, erspüre ich. Aber das, wo ihr jetzt gerade steht und sagt, da möchte ich weiterkommen, das ist das, wo ich jetzt gerade dran arbeite, vorangehen möchte, ja, ins Gelingen bringen möchte. Um das geht es hier. Wir schauen mal, ich hätte gerne für meine lieben Löwen eine Seelenbotschaft. Was ist hier für meine lieben Löwen wichtig im Kollektiv zu übermitteln? Um was geht es hier? Was ist hier am wichtigsten und beitragendsten für den März? So, da ist sie geflogen. Jenseitskontakte. Du erhältst Botschaften aus der geistigen Welt. Habe keine Angst. Ja, ich würde es fast nicht nur auf Jenseitskontakte beschränken, von dem, was ich hier wahrnehme, sondern auch generell Botschaften aus der geistigen Welt, ja, aus dem Universum. Du wirst Impulse bekommen, Botschaften, die dich weiterbringen. Höre ganz gezielt darauf,
welche Botschaften du aus der geistigen Welt bekommst. Es müssen nicht nur Jenseitskontakte sein. So, wir schauen mal. Ich hätte gerne eine Portalkarte für meine lieben Löwen. Was ist hier wichtig und beitragend? So, uiuiui. Auf jeden Fall kommt die Dynamik rein. Galaktischer Rat der Venusier, Sternenwesenführer, Antwort auf deinen Ruf, Zeit zu leuchten. Ja, mit dem Magier hier etwas verzaubern, ins Leuchten zu bringen. Ja, das spiegelt sich hier sehr schön wider. Ich kriege aber wirklich diesen Antwort auf deinen Ruf, ja, in Form von Impulsen aus dem Universum bzw. Jenseitskontakte. Schaut wirklich, verbindet euch mit dem Universum, um Rat dort zu bekommen, beziehungsweise Impulse. So, ich hätte gerne für meine lieben Löwen ein Krafttier, beziehungsweise eine Botschaft von einem Krafttier. Was ist hier besonders wichtig und beitragen? So, ich spüre mich mal eben rein, es sollte die linke sein. So, und hier haben wir den Elefanten, meine lieben Löwen. Das Herz für Liebe öffnen, auf die Familie achten, sich gegenseitig verhelfen. Ja, ihr Lieben, das Herz öffnen für das, was jetzt für euch wichtig ist. Hier weniger mit dem Verstand ranzugehen, sondern mit dem Herzen, mit der Liebe, mit dem, was euch hier wirklich antreibt. Eine sehr, sehr schöne Energie, auf jeden Fall voranzukommen. Ansonsten wirklich, für viele ist hier auch das Krafttier, der Elefant, ja, ganz, ganz wichtig, wird mir gerade durchgegeben. So, wir schauen mal. Ich hätte gerne einen Engel für meine lieben Löwen, beziehungsweise eine Botschaft von den Engeln, die den Löwen hier im März am wichtigsten und beitragendsten sind. So, da kam der Stopp. Und dann schauen wir doch mal. Hier haben wir Desiree. Nein, die Umstände sind jetzt nicht günstig. Warte ab oder erwäge andere Möglichkeiten. Bitte die Engel um Hilfe und Führung. Ja, wenn ihr hier an Punkte kommt, ja, wo ihr denkt, wow, das passt jetzt gerade nicht, bittet die Engel wirklich um Hilfe und Führung. Ja, wartet auch einen Moment ab. Ihr habt hier oder ihr werdet hier Informationen bekommen, euren Weg gut zu gehen, ja. Und wenn es gerade mal nicht passt, ja, und gerade euch ungünstig erscheint, dann hört da drauf und bittet wirklich um Führung von oben, ja. Das haben wir jetzt hier mehrfach reinbekommen, ja, also mit den Karten, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wir schauen mal, ich möchte jetzt, liebe Akashia-Chronik, eine Nachricht für meine lieben Löwen im Kollektiv für den März. Was hilft meinen lieben Löwen hier am weitesten? Was bringt sie voran? Da kam das Stopp. Sorgen. Lass deine Sorgen los und bringe deine Energie auf eine höhere Schwingungsebene. Ja, und das kriegst du hin, indem du mit dem Nah in eine recht sorglose Energie gehst, ja, neugierig, offen bist, mit dem Magier, diese Anziehungskraft, dieses Verzaubern, ja, dieses seinen eigenen Weg zu gehen, ohne sich Sorgen zu machen, was im Außen da ist. Und hier wird mir nochmal von oben gesagt, nehmt euch eine kleine Figur eines Elefanten, ja, diesen Monat, das ist für viele, um in die eigene Stärke zu kommen. Ein wichtiger, wichtiger Impuls, meine Lieben. Ja, in dem Sinne, meine lieben Löwen, wünsche ich euch einen erfolgreichen, tollen März. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und bis hoffentlich bald. Alles Liebe, eure Sophia. Tschüss.